Wir sind heute hier in Amsterdam mit der Pain Club Battle Tour und wir sind hier an einer der Wall of Fames. Wir haben auch noch einen Künstler, der heute Abend hier antreten wird. Das ist der Sven vom Team Kost. I'm Sven, I'm 40 years old. I'm joining the Pain Club tonight and I'm hoping to win. Yeah, I'm a graffiti writer and illustrator as well, but this is the stuff I do like the most. Can we talk about this really nice spot here? What's the special about this one? Is it a legal spot in Amsterdam? Yeah. This is a spot that has been going on for quite a while. Started in 1980. In the beginning, and since then it's always been a legal spot. The camping site close by. A lot of foreign people come over here. Mm-hmm. Okay. So you have quite a different kind of styles coming all over the world here. So that's the nicest place for graffiti. Ja, heute der Paint Club zu Besuch, zu Gast in Amsterdam in der Galerie Scheinheilig, hier mitten in der Innenstadt. Und neben mir steht schon ein Künstler, der genau in dieser Galerie zurzeit auch eine Street Art Ausstellung hat. Das ist der Daniel T. Geiger und den lassen wir jetzt gleich mal selbst zu Wort kommen. Und zwar geht es um Mongomania. Das könnte ein Art Kollektiv sein, wie zum Beispiel Mimo von My Monsters. Die Person, die den Flyer gestaltet hat, heißt Danny Gretscher, hat eine schöne Wandcollage hier im Hintergrund zu sehen gemacht und passend dazu eine Installation mit Tape Art und hier ein echtes Amsterdamer Fahrrad. See you in the street.